Hallo meine Lieben, willkommen zu unseren kurzen oder auch mal längeren Rezensionen zu den Büchern, Buchvorstellung. Und wir haben uns auch noch überlegt, dass wir euch ähnliche Bücher dazu packen. Sofern wir welche haben. Sofern. Und es ist immer ein bisschen schwierig, die dann rauszufinden. Aber wenn wir denken, das könnte super passen, dann zeigen wir euch das natürlich. Na, also hier irgendwo steht Dauerwerbesendung, weil wir euch jetzt Bücher vorstellen. Das könnte eure Kaufentscheidung beeinflussen. Alle Infos findet ihr unten. Ihr müsst auch nicht mitschreiben. Nach Möglichkeit haben wir euch da unten alles vermerkt und verlinkt und so weiter. Was habe ich für euch dabei? Ich habe für euch ein Buch, das zwar im Zweiten Weltkrieg spielt, in dem bombardierten London, aber es geht um eine Bücherei, es geht um Bücher, es geht darum, wie wichtig Bücher in unserer Gesellschaft sind, wie wichtig Büchereien sind und halt um die verwandelnde Kraft von Büchern, wie man halt auch über sich selbst hinauswachsen kann oder andere Gedankengänge zulässt und es vielleicht auch schafft, seinen Mann zu verlassen, wenn man erstmal da gute Bücher darüber gelesen habt, dass es andere Frauen schaffen und gemacht haben. Ja, bei mir dürft ihr euch freuen auf Vivienne Westwood, The Queen of Fashion. Sie ist ja sehr vielen auch ein Begriff von euch. Sie steht für Punk, sie steht für ausgefallene Mode. Eine typische Vertreterin der Mode von Vivienne Westwood ist Helena Bonham Carter, die sehr häufig Vivienne Westwood trägt. Und über die habe ich halt ein Romanbio gelesen und dann habe ich gelesen, Wunder gibt es immer wieder. Ja, und ich möchte auch daran glauben, aber damit hat das gar nicht so viel zu tun. Es geht halt Ende der 50er Jahre. Es sind die Anfänge von dem Fernsehen. Es ist ein bisschen Politik mit drin, so am Rande, wer Bundespräsident und Bundeskanzler war. Und vor allen Dingen geht es darum, seine Ziele zu verfolgen und manchmal hilft ein kleines Wunder da halt auch nach. Ja, also ich muss sagen, dass mein Buch ein absoluter Buchtipp für euch ist, weil es mir halt ja so gut gefallen hat und ich glaube, Mars Bücher sind auch absolute Buchtipps, ne? Ja, also ich kann bei beiden Büchern sagen, ich bereue es keine Minute, sie gelesen zu haben. Sie sind natürlich sehr unterschiedlich. Das eine ist ja nun nach wahren Begebenheiten, soweit bis auf Dialoge, da war man natürlich nie dabei oder was im Kopf gerade vor sich ging. Und das andere ist halt eine reine Fiktion, die ich aber sehr gelungen fand. Okay, und dann würde ich sagen, stellen wir euch jetzt mal die Bücher genauer vor. Der Buchtipp, den ich jetzt für euch habe, handelt im Großen und Ganzen ja von der Liebe zu Büchern, warum Bücher wichtig sind, warum Bibliotheken wichtig sind, was uns Bücher geben können, was sie in uns verändern können. Und nach einem Jahr, in dem ich nicht gelesen habe, immer mal wieder probiert habe zu lesen und letztendlich nicht die Biege gefunden habe, war das hier das ideale Buch für den Einstieg wieder, um die Bücherliebe halt wieder eingeflößt zu bekommen und überhaupt darüber nachzudenken, was Bücher bedeuten und was sie einem wunderbares Leben geben können, wenn man erst einmal an ihnen Gefallen gefunden hat. Es geht um die Bibliothek der Hoffnung und es ist von wahren Begebenheiten inspiriert, ist aber sehr, sehr fernab von dem, was wirklich stattgefunden hat. So war es in Wirklichkeit, waren es zwei Männer, die das aufgezogen haben. Hier konzentriert es sich halt auf zwei Frauen, die das machen und wir folgen auch diesen zwei Frauen. Einmal folgen wir, ich habe mir hier die Namen hingeschrieben, ich glaube, sie hieß Claire Button und die andere Ruby Monroe, Ruby Red Lips auch genannt. Er spielt 1940 in London. Viele Leute haben ihr Haus verloren. Jeder zu dieser Zeit hat nicht nur sein Päckchen zu tragen, jeder hat geliebte Menschen schon verloren, jeder lebt in Angst, jeder ist nicht glücklich. Egal, wo man hinguckt, es gibt keine glücklichen Menschen und es gibt nur den Wunsch, Zuflucht zu finden in irgendeiner anderen Welt. Und jeder fühlt sich auch zu einer anderen Art von Literatur hingezogen. Jeder braucht was anderes. Manche finden es beruhigend, gerade über solche Situationen dann zu lesen, über Geschichte zu lesen, über Samuel Pepys zu lesen, wie London 1666, kann das sein, dass London damals abgebrannt ist. Jetzt brennt London wieder und
man weiß aus der Geschichte, dass es wieder aufgebaut wurde. Manche finden es makaber, gerade dann sowas zu lesen. Andere finden darin Hoffnung und Mut. Und es geht auch darum, dass wir alle anders es wahrnehmen. Erstmal die Geschichte. Es geht um Claire. Claire hat nach den Bombardierungen halt die Bibliothek in den Underground verlegt, in eine U-Bahn-Station, die noch nicht ganz fertig war. Da leben die Leute in Stockbetten und sie führt halt jeden Tag da eine Bibliothek, wo die Leute sich halt Bücher ausleihen können. Aber sie macht viel mehr als nur das. Sie macht Vorlesestunden für die Kinder. Sie gründet irgendwann auch einen Lesezirkel für die Frauen. Sie hat ein Büchermobil und geht in die Fabriken zu den Frauen, um ihnen Lesestoff zu bringen. Und versucht halt wirklich, Büchereien nicht nur zu einem Ort zu machen, wo sich Leute treffen, die eh schon einen Zugang zu Büchern haben, weil sie einer höheren Bildungsschicht auch einfach angehören und es dazugehört zu lesen, sondern sie will auch die Arbeiterinnen haben, sie will die Kinder reinholen. Sie bemüht sich, dass sie die Bibliothek für alle zugänglich macht. Und dann habt ihr ihre Gehilfin Ruby Redlips, die halt ja mit einem ganz schweren Trauma umgehen muss. Sie hat ihre Schwester auf sehr tragische Art verloren. Sie arbeitet immer noch daran, das zu verkraften, was damals passiert ist bei einem ganz großen, ja, bei einer Massenpanik. Und auf die beiden konzentriert es sich halt hauptsächlich auf ihre Lebensgeschichte, wie sie durch diese schweren Zeiten kommen. Immer mit diesem Wunsch, Bücher an die Leser zu bringen und halt auch aus Büchern etwas für sich zu ziehen. Sei es, manche lesen Sachbücher, wie gehe ich mit Knochenbrüchen und so weiter um, weil sie einfach pragmatisch sind. Wie ich euch ja gesagt habe, manche lesen viel historisch, um vielleicht auch sogar zu verstehen, oder lesen halt gerade Bücher, die sich auch mit dem Aspekt beschäftigen, dass Unruhen in der Welt sind, und um zu verstehen, oder sie wollen, dass jemand anderes ihre Gefühle in Worte kleidet und finden sich darin wieder. Andere wollen einfach nur eine nette Romanze erleben und ziehen sich gerade deswegen in die Liebesromane zurück. Und dann auch noch diese Sache von Ruby, die Mutter wird halt von ihrem Ehemann sehr misshandelt, und sie sucht ein Buch, was ihrer Mutter vielleicht ein bisschen Wind unter den Flügeln gibt, um abzuhauen, um dieser Ehe zu entrinnen. Ja, und wir kriegen da ein paar Schicksale halt mit. Ein paar Leute wachsen einem mehr ans Herz, ob es ein Junge ist, Sparrow, der nicht lesen kann. Man hat gesagt, bei ihm ist Hopfen und Malz verloren. Er legt aber einen kleinen Garten auf den Trümmern an und ist eigentlich sehr klug und sehr weit, aber die Lehrer haben ja gesagt, bei ihm ist Hopfen und Malz verloren, und Claire nimmt sich ihm an und bringt ihm halt das Lesen bei. Ihr habt dann noch einen älteren Mann, der da arbeitet. Ihr habt noch zwei Mädchen, die von Jersey geflohen sind und jetzt halt in London sind. Und jeder hat so, ja, seine Geschichte, jeder hat seine Bedürfnisse, und ich finde, dieses Buch ist einfach unheimlich sensibel und gut geschrieben. Ihr habt tolle Charaktere, die euch auch noch wirklich längerfristig begleiten können. Mir werden sie zumindest nicht so leicht aus dem Kopf fallen, weil sie einfach nicht die bloßen Stereotypen sind. Ihr habt viel, dass über Bücher geredet wird und dass man auch über, ja, da gibt es zum Beispiel den Leiter dieser Büchereien, der nicht will, dass Kinder laut sind in der Bücherei, oder dass Mädchen Jungliteratur kriegen, weil sich da schon die Eltern beschweren. Wie kann man einem Mädchen sowas wie die Schatzinsel geben oder
Tom Sawyer oder was auch immer, wenn sie doch lieber Little Women lesen sollte. Also auch da diese Kämpfe, was ist frei oder müssen wir unsere Leser bilden oder dürfen die einfach lesen, worauf sie Lust haben? Dürfen sie es auch einfach als Realitätsflucht nehmen oder haben wir immer einen Bildungsauftrag dahinter? War sehr, sehr spannend. Also und es geht auch, oder der Autorin war es, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig zu zeigen, dass Bibliotheken ein Standbein unserer Gesellschaft sind, gerade weil da alle hingehen können und es nicht nur den Leuten Lesen vorbehalten ist, die das Geld dazu haben. Wir wissen alle, dass Lesen teuer geworden ist, gerade in den letzten Jahren, wenn ihr euch anseht, wenn ihr mal so alte Bücher findet im Tauschregal und seht, wie günstig Bücher mal waren und wie teuer sie heutzutage sind, dass es ja wirklich schon so kleine Luxusgüter sind, vor allen Dingen, wenn man viel Leser ist, wie wichtig es ist, dass Bücher weiterhin allen zugänglich sind. Um all diese Dinge geht es. Ich sag's euch aber gleich, es ist kein leichtes Buch. Ihr habt die 40er Jahre, ihr habt diese ganzen schrecklichen Dinge, die da erzählt werden. Ihr seid später auch noch auf Jersey und jeder hat halt wirklich sein Trauma, jeder hat Menschen verloren und darüber wird geredet. Ihr werdet mit Kinderleichen konfrontiert in diesem Buch. Es sind halt wirklich, es werden die Schrecken von damals dargestellt und es ist nicht das leichteste Buch, gerade weil er eine emotionale Bindung zu den Leuten, denen das passiert, halt aufbaut, so ging es mir zumindest, aber nichtsdestotrotz hat mir dieses Buch wahnsinnig gut gefallen und wenn ihr Bücher liebt und wenn ihr auch ein bisschen, ja, ein bisschen schwieriger es mögt, aber es hat trotzdem, ich konnte es so durchlesen, es hatte einen gewissen Sog, also es ist jetzt nicht hochgeistig oder sonstiges, es ist nur ein bisschen schwieriger, also von den thematischen Behandlungen her, aber es ist toll. Also ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Bücher liebt, wenn ihr ja euch jetzt angesprochen fühlt, guckt euch das Buch auf jeden Fall an. Für mich hat es sich absolut gelohnt, dieses Buch zu lesen. Ja, und dann würde ich sagen, habe ich euch jetzt auch schon genug darüber erzählt. Ja, und jetzt sitze ich hier nochmal in etwas anderer Kleidung, weil uns gerade eingefallen ist, dass wir vielleicht doch wieder sagen sollten, so ähnliche Filme, Bücher und so weiter. Und also Buchtipps, die meiner Meinung nach in die ähnliche Richtung gehen. Und euch, wenn euch das jetzt interessiert, vielleicht auch interessieren könnten, ist erstmal, ich glaube, das Buch heißt Kunst ist wichtig von Neil Gaiman. Es ist auch seine Make Good Art Rede da drin. Es ist aber auch nochmal ein Kapitel drin, wenn ich mich richtig erinnere, über Bibliothekare, über Bibliotheken, wie wichtig es ist, dass sie erhalten bleiben. Und was eine gute Bibliothekarin oder ein guter Bibliothekar halt für einen Stellenwert im Leben eines Menschen haben kann, indem man ja Kindern schon die richtigen Bücher zur richtigen Zeit in die Hände drückt. Also, das jedenfalls ein Tipp. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile illustriert von Chris Riddle, einer meiner Lieblingsillustratoren. Und ich habe das Ganze als Hörbuch gehört. Ja, ich glaube, es heißt Kunst ist wichtig, aber ich habe es euch ja irgendwie hier eingeblendet. So, das nächste ist Charing Cross. Charing Cross ist sicherlich, ach Mann, da muss ich 18 gewesen sein, 17, 18, da habe ich damals das Hörbuch gehört, das wahnsinnig gut gesprochen ist. Es ist ein Briefroman, ich glaube, auf einer wahren Begebenheit. Es wurde auch verfilmt mit Anthony Hopkins, glaube ich. Den Film habe ich auch gesehen. Aber das Buch war damals einfach der Wahnsinn. Und da kann ich euch auch absolut die Hörbuchversion halt empfehlen. Und ich weiß gar nicht, ob es so wirken würde auf mich, wenn ich nicht diese unterschiedlichen Stimmen im Kopf hätte. Ich weiß, dass ich es damals ganz, ganz toll fand. Ich glaube, es ging um einen kleinen Buchladen in England oder war das eine Bibliothek oder was auch immer. Und es ging um eine Amerikanerin und eine Freundschaft, die sich halt nach dem Krieg halt entwickelt hat, wo es dann hieß, uns fehlt dies, uns fehlt das. Und
Ja, dann wurden halt auch Päckchen geschickt und es war ein Buch voller Menschlichkeit und es geht viel um Bücher. Aber wie gesagt, es liegt jetzt, ich bin jetzt 37 Jahre alt, es liegt circa 20 Jahre zurück, dass ich das konsumiert habe. Aber ich habe es auch erst letztes Jahr, glaube ich, einer Freundin empfohlen und sie hatte dann auch gesagt, dass das richtig, richtig schön war und sich für den Tipp bedankt. Also Charing Cross, großer Tipp. Ich habe es in den ganzen Jahren oft empfohlen und habe immer wieder ganz liebe Rückmeldungen bekommen, dass das Buch auch gut angekommen ist, also dass es gefallen hat. Ein anderes ist wirklich ein Unterhaltungsroman. Ich muss sagen, dass Die derbe Sprache mir zwischenzeitlich richtig auf den Zeiger geht. Ich würde es auch eher, glaube ich, lesen, als dass ich es nochmal hören würde. Es ist The Secret Book Club und weil in dem Buch Die Bibliothek der Hoffnung ja auch ein Buchclub entsteht und man sich dann austauscht über Bücher. Hier sind es Männer, die Liebesromane lesen, um halt ihre Ehen zu kitten, um überhaupt eine Frau zu finden, um richtig mit Frauen umzugehen und sie zu verstehen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne, ja, Idee. Wie gesagt, zwischenzeitlich mag ich die Sprache nicht, aber den ersten Teil mochte ich, glaube ich, den zweiten fand ich ganz miserabel. Bei manchen ist es umgekehrt, aber insgesamt finde ich einfach diese Idee und die Idee eigentlich auch schon richtig gut. Also wenn ihr einfach nur Interesse an Büchern und Buchclubs habt und dass man halt durch Bücher versucht zu verstehen, ist das vielleicht auch einfach mal was Nettes für zwischendurch. Ein ganz großer Buchtipp damals von Mar war Amy und die geheime Bibliothek. Es geht um ein kleines Mädchen, glaube ich, die immer in der Schulbücherei sich halt was ausleiht und dann kommen halt auch so Debatten auf, welche Bücher dürfen ausgeliehen werden, was darf gelesen werden, was dürfen die Kinder lesen, was sollten sie lesen und ich kriege es nicht auf die Reihe, ich habe es ja auch selber nicht gelesen, aber ich weiß, dass Mar das damals großartig fand, sie hat es jedem ans Herz gelegt und wir haben auch von einigen von euch Rückmeldungen bekommen, dass es euch gefallen hat, also gerade auch wenn ihr Kinder habt und wenn diese Thematik Lesen da wichtig ist und vor allen Dingen auch, ich bin mir ziemlich sicher, dass es um Zensur ging. Zensur im Lesen, was ist gut, was ist nicht so gut zu lesen, dann ist Amy und die geheime Bibliothek vielleicht etwas für euch. Ja, und mein letzter Buchtipp ist Das Labyrinth der Wörter. In dem Buch Die Bibliothek der Hoffnung bringt einer der weiblichen Hauptcharaktere ja auch dem einen Jungen das Lesen bei. Und hier habt ihr halt eine ältere Frau, die langsam, glaube ich, erblindet und halt nicht mehr so gut kann. Und ihr habt einen Mann, der im Film, es wurde auch verfilmt, halt gespielt wurde von Gérard Depardieu. Könnt ihr euch also vorstellen, es ist eher ein massiger, großer, nicht der intellektuelle Typ von Mann. Und die beiden treffen sich im Park und er erschließt sich durch diese Frau, indem er ihr, glaube ich, vorliest, die Welt der Bücher und von Satz zu Satz, von Wort zu Wort. Und bahnt sich seinen eigenen Weg durch Das Labyrinth der Wörter. Es war damals ein Buch, das Mar super, mega, mäßig toll fand. Es war eins ihrer absoluten Lesehighlights und Jahre später wird sie immer noch nicht müde, es Leuten zu empfehlen. Also wenn euch das Thema Lesen am Herzen liegt, sind das noch ein paar Buchtipps, die ich für euch in meinem imaginären Weihnachtssack hatte. Toll. Ganz toll. Ich weiß nicht, woher jetzt die Assoziation zum Weihnachtsmann kam. Ich weiß es nicht. Okay, also dann würde ich sagen, auf zum nächsten Buch oder wie auch immer ich dieses Video timen werde von den Schnittfolgen. Her kommt jetzt entweder ein Buch oder nochmal eine Abmoderation oder was auch immer. Also, ich habe Schwierigkeiten gerade aus diesem Prozess rauszukommen. Also sage ich jetzt einfach bye. Ich habe jetzt ein Buch für euch und wenn ihr euch für Mode interessiert, solltet ihr da auf alle Fälle reingucken. Es geht um Queen of Fashion. Es ist eine Romanbiografie über das Leben von Vivienne Westwood. Und das war schon sehr ereignisreich. Sie ist bestimmt eine sehr interessante Person.
Ich war sehr gespannt darauf. Sina hatte meine Bio über sie gelesen und hatte dann gesagt, ja, ich habe immer gedacht, so die super starke Frau, so stark war die gar nicht. Sie war ein bisschen enttäuscht und ich habe gedacht, na, mal gucken, wie es mir gefallen wird und welche Seite im Grunde genommen da hauptsächlich beleuchtet wird. Sie war halt eine junge Frau, die sehr gut nähen konnte. Ihre Mutter hat ihr das auch gezeigt und sie hat auch gerne mal ein bisschen experimentiert. Sie hat immer gerne Secondhand gekauft und hat dann ihre Sachen ein bisschen aufgepeppt. Und irgendwann läuft ihr ein junger Mann über den Weg, wie das ja so häufig ist. Und das war Malcolm McLaren. Und Malcolm McLaren, wenn ihr euch mal Fotos von ihm anguckt, er hatte rote Haare, er sah so ein bisschen aus wie ein Elf, war ein bisschen teuflischer Elf, aber er war mit einem total eng verknüpft und zwar mit dem Puls der Zeit. Er hatte einen absoluten Riecher dafür, was gerade Mode wird, wo der Trend hingeht. Es ist ja auch, Mode ist ja auch immer ein Zeichen dafür, wo die Gesellschaft gerade steht oder wo sie gerade hin will. Und zu der Zeit war die Jugend sehr rebellisch und die beiden haben erstmal die Teddy Boys eingekleidet, also mit Kleidung versorgt. Aber Malcolm wusste auch, wann diese Phase vorbei ist. Und dann hat er sich erstmal in New York umgeguckt. Er hat da die wie hießen sie, die New York Dolls hat er dort kennengelernt. Und dann hat er sich überlegt, ich mache doch selber irgendwas in der Richtung. Und dann, ihr kennt sie wahrscheinlich alle, und wenn es nur vom Hören und Sagen ist, die Sex Pistols. Das war so seine Band, das waren seine modischen Kinder. Er war der Manager von denen und Vivian hat halt die ganze Mode für ihn genäht. Er hatte immer die Ideen, sie hat die halt umgesetzt. Und hat natürlich auch ihre Kreativität damit einfließen lassen. Malcolm war kein netter Mann, zumindest nicht zu der guten Vivian. Ich denke aber auch, es ist nicht einfach gewesen, mit ihm umzugehen. Er hat sie sehr unter Druck gesetzt, er hat sie vor anderen runtergesetzt, er hat sie ihm als seine Näherin vorgestellt, obwohl sie auch sehr viel Kreativität auch gehabt hat und die ja auch umgesetzt hat. Und die beiden haben einfach super harmoniert, sie zumindest beruflich, sie konnten die Sachen toll umsetzen. Er kam auch immer auf Wahnsinnsideen, um halt Mode für, nicht Mode, um Werbung für ihr kleines Geschäft zu machen. Und sie haben sich halt immer weiterentwickelt. Und er hatte halt die Impulse, er hat das aufgefangen und hat dann gesagt, wir müssen jetzt in die und die Richtung. Und sie hat das dann halt für ihn, ja, umgenäht. Also so, dass es jeder anziehen konnte. Ja, Vivienne Westwood. Ihr kennt sie, ihre Mode, wahrscheinlich auch von Helena Bonham Carter. Die hat die ja auch sehr, sehr gerne getragen. So diese typischen Ausschnitte, die sie dann ja auch gemacht hat. Sie war, ja, kampflustig. Sie hat den Punk halt auch mit nach vorne getragen. Und sie hat eine Wahnsinnsentwicklung mitgemacht. Von der Punk-Lady bis dann zur Lady. Sie wurde nämlich geadelt, ja, sie war eine Trägerin des British, ich weiß nicht genau, wie dieser Orden heißt, auf jeden Fall war sie dann nachher eine Lady und sie war skandalös, sie hat immer für Aufsehen gesorgt und sie hat sich dann später auch sehr als Aktivistin halt hervorgetan. Sie hat sich für den Umweltschutz eingesetzt. Sie war da sehr, sehr aktiv. Und 2022 ist sie dann halt gestorben mit 81 oder 82 Jahren. Fit bis zum Schluss und kämpferisch auch bis dorthin. Malcolm hat sie irgendwann hinter sich gelassen. Das war auch gut für sie. Der Mann war zwar geschäftlich gut für sie. Im Nachhinein hat, naja, so eine Trennung ist dann ja auch nicht so toll und er war halt auch ein kleiner rachsüchtiger Mensch. Aber sie hat halt sehr, sehr viel gemacht. Sie hat auch Kurse gegeben oder beziehungsweise hat an der Uni in Berlin und auch in Wien war sie Dozentin. Sie hat sehr, sehr viel gemacht. Also ein absolut interessantes Leben. Und wenn man sich halt auch für diese Modeszene, für Punkmusik und für diesen rockigen Style halt interessiert, dann sollte man sich Vivienne Westwood wirklich mal genauer angucken. Sie war dann ja später verheiratet mit
wie heißt der? Moment, ich muss gucken. Andreas Kronthaler, der 25 Jahre jünger war wie er. Oh Gott, ein großer Aufschrei ging durch die Gesellschaft. Aber diese Ehe scheint, man sieht das ja immer nur von außen, muss auch sehr glücklich gewesen sein, weil sie beide kreativ waren und sich gegenseitig auch unterstützt haben. Nur, dass er sie halt nicht untergebuttert hat oder sie ihn, wie Malcolm das halt gerne getan hat. Also ein absolutes gutes Porträt von der Zeit damals, vom Zeitgeist, von Punk, von der ganzen Entwicklung von Vivian Westwood. Ich fand es sehr gut geschrieben. Es ist also in keinster Weise langweilig. Ich habe natürlich, dass ich weiß nicht, ob ihr solche Ambitionen auch manchmal habt. Ich hatte manchmal so das Gefühl, Mann, Mädchen, warum tust du das jetzt? Das kann doch nicht wahr sein, weil Malcolm wirklich einfach auf keine Kuhhaut ging. Der Mann war unmöglich, gerade im Umgang mit ihr selber. Aber es gibt ja immer einen, der es macht und einen, der es mit sich machen lässt. Ich habe nur gedacht, okay, du hast Kinder. Keine Ahnung, ob das so gut war, aber ihr Sohn, den sie mit Malcolm hatte, sie war ja vor Malcolm auch schon mit jemand verheiratet gewesen, ist CEO von Agent Provocateur, das ja auch ein bekanntes Modelabel ist. Den hat es also auch in Richtung Mode geschlagen. Ich weiß gar nicht, was aus ihrem ersten Sohn geworden ist, kann ich so nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass Malcolm ihr sehr, sehr viel wichtiger war. Keine Ahnung, ich kann es auch nur bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Auf alle Fälle hohen Respekt vor ihrem Können und vor ihrer Lebensgeschichte. Ja, gut, wenn ihr euch für Mode interessiert und für Vivian Westwood, es gibt dieses Buch, das ist von Vivian Westwood und Ian Kelly. Das ist eine Biografie, die hat Sena gelesen. Hat sie auch sehr gerne gelesen, nur wie gesagt, sie hatte ein ganz anderes Bild von Vivian Westwood halt im Kopf. Sie war ja auch sehr kämpferisch nach außen, aber bei Malcolm hat dieser Kampf leider so ein bisschen versagt. Also jedenfalls sehr interessant und was mich eben auch sehr an Vivian Westwood erinnert hat, das war Cruella, Hello, wildes Herz. Und wenn ihr den Film Cruella gesehen habt, dann habt ihr auch die Mode gesehen und die ist garantiert auch ein bisschen von Vivian Westwood inspiriert worden. Hier geht es ja auch um ein junges Mädchen, die unbedingt Mode machen will. Wenn ihr vielleicht auch euch jetzt nicht so sehr dafür interessiert, für Mode schon mehr und was man vielleicht so machen könnte, war das Buch sehr gut, ich habe das gerne gelesen. Sieht ja auch sehr schön aus. Und noch jemand, den wir auch sehr schätzen, das ist Paul Sahner. Und das ist auch eine Biografie, die hat Sina gelesen. Karl, da geht es ganz klar um Karl Lagerfeld, der ja nun wirklich eine sehr interessante Persönlichkeit war und vor allen Dingen ein sehr interessanter und manchmal schockierender, auf alle Fälle immer ein sehr schlagfertiger Gesprächspartner war. So, und das wäre es dann jetzt von mir über Vivian Westwood und über das Buch Queen of Fashion. Ich habe jetzt den Auftakt von einer Reihe für euch und zwar Wunder gibt es immer wieder. Da gibt es auf alle Fälle noch einen zweiten Teil, das ist glaube ich die Geschwisterreihe oder so. Findet ihr aber alles unten in der Infobox, so ist es richtig. So, es ist das irgendwo für Mitte, Ende der 50er Jahre und da ist eine junge Frau, die träumt davon, Bühnenbildnerin zu werden. Und sie musste, ihr Vater hatte ein bisschen Druck gemacht, sie musste jetzt halt Sekretärin werden. Und sie fährt zu ihrer Cousine, mit der trifft sie sich wie heißt dieser Ort? Fuschel. Bad Fuschel oder Fuschel und dort fährt sie hin und sie hat eine Riesenüberraschung, die Cousine, denn dort werden jetzt Dreharbeiten stattfinden und zwar zu den Sissi-Filmen mit Romy Schneider. Ich habe immer gedacht, das war wirklich Possenhofen, was ich da zu sehen bekommen habe, aber nein, es war nicht Possenhofen, es war das Jagdschlösschen aus Fuschel und dort, das ist heutzutage ein 5-Sterne-Hotel, aber sie fährt dorthin und sie wirft einen Blick in einen Raum und da hängen sie. Die ganzen tollen Kostüme von Romy Schneider. Und sie hat ja
seit sie klein ist, sie hat schon für Puppen immer Kleider entworfen, hat sie Skizzen gemacht und sie ist völlig begeistert und hin und weg. Und sie kommt dann irgendwann auch mit der, sie darf auch eine kleine Statistenrolle machen und sie kommt dann mit der Bühnenbildnerin, kommt nicht Bühnenbildner, mit der Kostüm. Designerin kommt sie halt auch ins Gespräch und die gibt ihr sogar ein Empfehlungsschreiben. Die hat sich ihre Skizzen angeguckt und sie soll sich halt bei jemandem bewerben, bei einem Theater. Und dann fährt sie nach Hause und ihr Vater hat eine ganz tolle Mitteilung. Sie werden aus München wegziehen und werden nach Bonn ziehen. Das ist für sie ein absoluter Tiefschlag. Sie will doch da, sie will die Welt der Bühne, sie will diese Kleider entwerfen, aber sie ist erst 19 und da war man damals leider noch nicht volljährig. Das war man erst ab 21. Also muss sie mit der Familie nach Bonn ziehen. Ihr Vater kam aus den hässlichen Geschehnissen, die es in den 40er Jahren gab, ist er irgendwann wieder zurückgekehrt und seitdem ist er jetzt derjenige, der alles bestimmt. Ihre Mutter, eine sehr starke Frau eigentlich, hat die Verantwortung und alles gerade mal wieder abgegeben und er regiert über die Familie. Und er war mir kreuzunsympathisch, aber das soll wohl so sein. Auf alle Fälle hat er beschlossen, dass sie jetzt Sekretärin wird beim TV. Und das war der Vorläufer vom NDR und WDR. Das wurde irgendwann mal geteilt. Sie will das nicht. Sie bekommt auch Ärger. Es war eben auch noch so ein bisschen Vetternwirtschaft. Und eigentlich war von der Bürovorsteherin die Nichte dafür vorgesehen. Die wurde jetzt aber mal gerade von dem Platz verstoßen, damit sie den einnehmen konnte, weil man so viel Wert auf ihren Vater gelegt hat. Also ist sie da in keiner glücklichen Position, ganz abgesehen von ihrem Traum. Ich muss sagen, ich fand das Buch total toll. Es zeigt eben sehr klar auf, wie die Rolle der Frau zu der Zeit war. Es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wenn man wirklich zielgerichtet ist, dass dann vielleicht auch kleine Wunder geschehen und die geschehen wirklich in diesem Buch so. Ja, nein, verrate ich euch jetzt nicht, aber es passieren eben Dinge, die eigentlich so wahrscheinlich nicht unbedingt passiert wären, wenn da nicht eine höhere Macht die Finger im Spiel gehabt hätte. Sie verliebt sich auch in einen Mann, den ihr Vater also überhaupt nicht mag. Der Vater ist eben ein sehr konservativer Mensch und diese Politik verfolgt er auch. Und der andere ist eben ein Sozi und passt so überhaupt nicht in sein Weltbild. Aber der Vater geht halt einfach danach, okay, seine Karriere und die Familie, okay, der soll es gut gehen. Zumindest materiell, aber ihre geheimsten Wünsche oder Bedürfnisse, die haben sich eben sein unterzuordnen. Wenn ihr einen kleinen Einblick in diese Welt haben möchtet und wenn ihr euch einfach mal entführen lasst in diese Zeit, wo es ja in Deutschland zum großen Wirtschaftswunder dann ja auch kam. Ich fand es absolut toll. Der zweite Teil, habe ich gesehen, handelt von ihren beiden Schwestern. Der ist, ich weiß nicht, ob er schon erschienen ist, sonst erscheint er jetzt bald. Und ich weiß noch nicht, ob ich dahin zurückkehren werde. Das weiß ich noch nicht genau. Aber dieses Buch hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es ist toll geschrieben und es war auf der einen Seite spannend. Auf der anderen Seite habe ich mich manchmal so geärgert über den Vater. Sie hat eine tolle Mutter. Sie hat eine Cousine, auf die sie sich verlassen kann. Und ich finde den jungen Mann, den sie sich da ausgeguckt hat, auch sehr sympathisch. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig machen auf dieses Kapitel der Zeit. Unserer Geschichte. Man bekommt natürlich auch ein bisschen was vom Zeitgeschehen mit und von daher kann ich euch das absolut empfehlen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war vielleicht das eine oder andere Buch für euch dabei, das euch ein bisschen neugierig gemacht habt oder wo ihr sagt, das lohnt sich doch bestimmt auch mal zu lesen oder zumindest mal einen Blick zu riskieren. So, und dann würden wir sagen, wir wünschen euch richtig schöne Lesestunden. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Bis dann. Ciao.